gestern sind eben noch viele Fahrräder da gestanden am Filo und die sieht man heute auch nochmal, also die werden schon rumschwimmen wahrscheinlich. Und Zugänge natürlich zur Uni sind auch schon schwierig, also nur noch vom Nikolakloster her zum Filo und zum Vivi, nur noch vom Krankenhaus kommend. Aber wirklich die Straße ist ja komplett zu, also da kommt man gar nicht mehr hin. Ich finde, das Hochwasser ist jetzt weit höher noch. Es kommt mir höher vor wie 54. Ich bin damals in Niedernburg gegangen, die Schule war auch geschlossen. Ich habe mich damals über die Schulschließung gefreut. Aber es war, war schlimm, aber nicht so. Und die Donau, der Inn und die Donau sind jetzt so rasant schnell gestiegen wie dieses Jahr. Ich komme aus Regensburg, bin soeben mit der Bahn angekommen. Ich habe gestern zwar schon Bilder im Fernsehen gesehen, aber wenn man es direkt selber mit eigenen Augen vor Ort sieht, ist es schon sehr beeindruckend. Leider ist unsere geplante Tour dadurch auch erheblich beeinträchtigt. Ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, das auszuräumen, weil wir davon ausgehen, dass es voll läuft. Und schauen wir mal, 50 cm haben wir noch. Wird eng. Also wir sind jetzt gerade in der Jesuitengasse, gehen wir von Keller zu Keller und stellen wir fest, dass so gut wie jeder Keller vollgelaufen ist. Und die aktuelle Lage ist halt das Problem, dass immer vom Nachbarhaus dann durch die Wand durch wieder voll wird. Jetzt pendeln wir praktisch von Keller zu Keller und schauen wir, dass wir schon langsam alles da rausbringen.